Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2. Heute wieder mit dem Bot Beatdown. Wir spielen auf Platin. Das heißt, ich gehe als Burg rein. Da müssen wir schon ein bisschen was können. Mal gucken. Ja, gefällt mir an sich ganz gut. Elementare auch nicht schlecht. Wir haben jetzt noch nicht so viel, was das bringt. Aber da kann man ja noch mal rollen. Aber so gefällt es mir an sich super gut. Wir machen den Usura-Start. Hat man lange nicht. Hat man tatsächlich lange nicht. Green Devil. Sarg und drüben ist ein Pyro. Ja, man merkt schon, die haben dann immer mehr Ahnung, die sind dann immer besser. Und jetzt auf Platin, da muss ich schon ordentlich spielen. So, da kann ich nicht mir irgendwelche Fehler erlauben. Ich mach das mal so. Upgrade. Ja, das sagen sie am Anfang natürlich OP. Zack, alle weg. Pyro ist genauso stark. Das heißt, auf den ersten Waves wird erstmal nicht großartig was gesendet, sondern erst nur King aufwert und so weiter. Ich baue jetzt eine Seraphin auf. Für die 3. Ja, hier drüben könnte man da noch ganz gut. Günstige Tanks zumindest hinstellen. Er wertet sogar von alleine auf. Ich habe noch gar nichts geschickt bekommen. Huch. Noch gar nichts. Elementare. Mal gucken, was die Wave kommt, weil er wird jetzt was schicken. Also rein theoretisch kann man immer so den Blut vermuten, aber da ich jetzt nur die leichte Verteidigung habe, wird er ein Unhold oder sowas schicken. Unhold, Echsen. Nö, hat er nicht. Hat Blut geschickt. Ja, ist natürlich ungünstig, dass da drüben mein Elementar schon angegriffen wurde, aber das wäre ich gut ab. Jetzt kann ich 2 Worker aufbauen. Ich werde ihn auf 6 schicken. Auf 6 ist gut. Kriege ich den down, den down, den down. Könnt noch Elemente einpacken. Ganz entspannt. Mache ich. Muss ich auf jeden Fall schon mehr konzentrieren. So, wir haben Schütze-Aura, dunkles Ritual, Riesenschnecken. Dunkles Ritual ist fett. Da kann man auch mal zurückkommen oder sein Lied noch weiter ausbauen. Wenn man schon eine gute Strategie und gute Einheiten stehen hat. I will warn you.
So, das steht schon mal. So, wir können natürlich jetzt hier den einmal zum Tank aufwerten. Hier kann ich mal noch einen platzieren. Ja, machen wir so. Sollte klar gehen. Ah, scheiße, ich habe den nicht zum Tank aufgewertet, sondern zur Seraphine. Aber die hält trotzdem gut aus. Pegasus. Angler tot. Ja, könnte ich durchkommen. Aha. Da könnte ich wirklich durchkommen. Es sind noch drei da. Ja. Aber die nächsten Waves wären nicht so geil. Da mach ich nix. Außer einen King aufwerten. So, Tsunami rein. Und ein Mana-Ross. Den können wir auch zum Tank machen. Weil er die nächsten beiden Raves nichts bringt. Oder zumindest nicht viel. Oh, Kacke. Zu langsam. Ich baue mal einen Blocker auf. Jetzt nur eine King-Aufwertung gemacht. Ich vermute mal, er hat mehr gesammelt, aber... Oh, ist gut. Gute Arcane Verteidigung ist da. Wir gehen vielleicht auf 9 oder 10. Auf 9 oder 10 wäre gut. Vorzugsweise natürlich auf 10. Müssen wir hier nochmal aufwerten. Und gehen dann auf die 10. So machen wir es. Der King wird erstmal hochgepusht, weil die, wenn die durchkommen, sonst mich fertig machen. Ich würde für nächste Runde die bei den Tanks belassen, weil Fernkampfschaden reduziert ist. Und gerade für den Großvater brauche ich die sowieso als Tank. Also die Kaulquappenverbesserung. Teufelsfisch heißen die, ne? Ja, Teufelsfisch. Sogar noch Robus mit reingeschickt. Okay. Crawl. Manaros? Ja. Manaros. Und schick mal auf 10. Der hat die gar keine Verteidigung mit Healing. Und ein Madman. Der ist gut dabei. Alter, ein Ogre. Na, das sieht für mich nicht gut aus. Nee. Hier ist auch ein Ogre.
Aber gut, dass wir den King aufgewertet haben. Da können wir das abwehren. Lass mich mal schauen. Okay. Das ist nicht so pralle, was der hat. Können wir überall mit. Mit einer Kanonenschützin reinknallen. Oh, wir können auch eine Yesora platzieren. Und dann kann man den hier schon bald aufwerten. Zu ihm. Wächter der Meere. Kann ich hier noch eine Königsflau hinpacken, zum Beispiel. Ja, mehr als eine Schnecke kriege ich jetzt nicht raus. 100. Robo ist down, Blut ist down. Jetzt hat er den Kingpin schon. Jetzt hat er den Kingpin schon? Der hat doch gar kein Mana gehabt. Der hat ihn doch von Stufe 1 schon aufgewertet. Ah, shit. Das ist schon gar nicht so leicht. Spinnst du? Die nimmt einfach dunkles Ritual. Die Sackratte. So, wir transformieren. Ich mache wahrscheinlich ihn zum Beschützer. Pegasus aufwerten. Werten die beiden noch auf. Oh, 120. Mein Split ist aber auch scheiße hier rechts. Krieg nicht mal das tot, oder? Nee. Ja, 60 hat er. Der hat ihn von Stufe 1 hochgepusht. Ach so, ist schon maximal. Okay. Hast du noch ein paar Blöcke reingehauen? Mir fehlt so ein bisschen der Damage irgendwie. Ich fordere Millennium hin auf jeden Fall. Und rechts die... Der Split ist auch übelst scheiße. Da muss ich was ändern. Ich kacke jede Runde rein. Auch wenn es nicht viel ist. Er ist auch durch. Wo ich nur aufgewartet habe. So, wir können Yesora aufwerten, aber ich will den Millennium. Der ist wichtig. Wir müssen die zu Tanks aufwerten. Sonst wird das nichts.
Triple Boot, was soll's. Schon wieder ein Ogre. Er schafft's. Ja, das ist ja jede Runde gesendet. Er hat dann natürlich ganz gut Worker am Start. Und ich muss mich hier rumschlagen mit dem, was ich so kriege. Ja, jetzt kriege ich endlich mal ein bisschen Kohle. Ich mach den King gar nicht aufgewertet. Der hat 2 Regenerationen gerade mal. Ja, wir nehmen. Können wir aufwerten sofort? Ja. Das klingt gut. Das mache ich. Magic Graves. Nicht so wirklich. 16 wäre gut. Wenn wir jetzt einen Long Save hinkriegen auf 16 und die den King nicht aufwerten, dann ist Schluss. Hundertprozentig. Aber da schickt halt jede Runde irgendwas Billiges rein. Das ist so, als hättest du einen Teammate mit Autosend und du selber kackst dann richtig ab. Das ist gut. Das ist auch gut. Fehlt einfach DPS auch, ne? Könnten das so machen. Damit zwar einiges eingebüßt an. Ne, wir machen das so. Dann kann ich die Berserker da noch hinstellen. Einiges eingebüßt so an kleinen Einheiten. Ich habe jetzt nur größere. Aber das ist trotzdem nicht verkehrt. Damage ist halt fast gar nicht da. Ich muss jetzt gucken, dass ich hier überlebe. Okay, sehr gut. Ich schicke nichts. Kann ich nächste Runde den Berserker aufbauen? Das war wichtig. Das bedeutet. Auch ganz schön viele davon, ne? Wir machen das. Das und das. Berserker rein. Sofort aufwert. Und dann können wir noch ruhig den Ogre reinknallen. Ja. Können aber auch einen Mimik reinholen. Mit dem Mimik mit rein. Boah, der hat Kraken geschickt. Und können jetzt noch eine Blut dazu packen. Yes, my lord. Ja, mal gucken. 700. Hier ist schon mal down. Ich bin zwar jetzt auch down, aber er ist früher tot. Ja, sehr gut. Auch wenn er das nicht hält, das war's.
Weil die greifen schon mal an und die haben keine Aufwertung vom King. Aber das war eng. Das war wirklich eng. Hätten wir das jetzt nicht geschafft. Victory. Jawohl, Platin, KI, Steam Erfolg. Hätten die das jetzt nicht geschafft, dann wäre vorbei. Krass. Also es wird immer härter. Wir haben jetzt die obere Hälfte geschafft. Vom Bot Beatdown bis Platin sind wir durch. Das heißt, jetzt kommen nur noch härtere Gegner. Lasst gerne ein Like da, ein Abo, wenn ihr mehr von Legion TD2 sehen wollt. Schaut auch gerne beim letzten Video vorbei, da habe ich Gold KI gespielt. Bis dahin, entspannt Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.